Volksschüler der Volksschule in Nussdorf-Deband oder Deband reingefroren. Wir haben gestern noch einmal mit dem Wasser vereist, damit die Kinder da faire Verhältnisse bekommen. Die Kinder haben das gestern gewünscht. Sie wollen da eisige Verhältnisse, eisige Pisten haben. Wir haben alles Mögliche getan. Wir haben die noch alles herauszuholen. Und jawohl, tausende Fans hier im Ziel angereist. Extra noch die letzten paar Tore bis ins Ziel herunter. Sie probiert noch einmal alles herauszuholen aus der Strecke und aus dem schwierig gesetzten Lauf. Startnummer 8, Eppacher Hanna im Ziel. Und weiter geht's gleich mit der Startnummer 9, Mosa Elias aus der 3B-Klasse. Der war auch die ganze Woche mit dem Axel unterwegs. Jawohl, der Mosa Elias mit der Startnummer 9 da oben. Saubere Linie getroffen. Gut besichtigt heute den Riesentorlauf mit dem Trainer Axel. Auch er ganz eng bei den Toren dabei, probiert er die engste Linie zu finden, um hier Zeit gut zu machen, um vielleicht den einen oder anderen Stockerplatz herauszufahren. Schauen wir mal, was dem Elias da heute gelingt. Und da geht er noch einmal in die Hocke. Mit der Startnummer 9 kommt er ins Ziel. Mosa Elias aus der Gruppe Axel. Startnummer 10, Bitscheider Alexander. Auch er aus der 3B-Klasse ist unterwegs gewesen mit dem Axel die Woche, hat er da trainiert? Jawohl, das sieht man, sehr eng bei den Toren dabei, fährt er in einer Hocke. Jawohl, die orange Hose leuchtet bis ins Ziel herunter und da ist er selber auch schon. Nummer 10, Bitscheider Alexander aus der Gruppe Axel. Das war's mit der Gruppe vom Axel. Wir machen gleich weiter mit der Gruppe vom Hermann. Die Startnummer 11, Davanik Heinz Simon aus der 4B-Klasse ist unterwegs. Auch er hat jetzt schon den schwierigsten Teil hinter sich gebracht. Hat nur mehr 3-4 Tore bis ins Ziel herunter. Da hat er leicht die Linie verloren ein bisschen. Aber das hat er jetzt wieder gut ausgebessert. Und noch einmal tief in die Hocke kommt er da durchs Ziel. So, und jetzt geht es um die Stockerplätze. Der dritte Platz, die Bronzemedaille, geht an die 3A-Klasse, die Amor Paola Maria. Keine Ahnung, wo das macht. So, die Silbermedaille und mit der Startnummer 10 ins Rennen gegangen. Aus der 3B-Klasse, der Bitscheider Alexander. Hat sich die Silbermedaille abgeholt diese Woche. Und mit der Startnummer 5 ins Rennen gegangen. Und die die Goldmedaille in der Gruppe vom Axel bzw. vom Erwin hat erreicht aus der 4A-Klasse die Doyal Julia. So, auch noch einmal einen Riesenapplaus für die Gruppe vom Axel und vom Erwin. Die haben sich auch die Skilehrerwelle verdient. Auf drei geht's los. 1, 2, 3 und ich möchte ein Riesengeschrei hören. Oi! 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 Jawohl! So, dann machen wir gleich weiter mit der